Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine super leckeren eingelegten scharfen Chilischoten vorstellen. Super Topping, super Beilage für viele asiatische Sachen und vieles mehr. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wieder bereitgelegt. Wir brauchen natürlich Chilis, wir brauchen Knoblauch, wir brauchen Ingwer. Außerdem brauchen wir Zucker und Salz zum Würzen und wir brauchen ein bisschen Wasser und Essig zu gleichen Teilen. Und das war's auch schon. Los geht's. Ja, ich beginne mit der Vorbereitung der Chilis und da muss man auch gar nicht viel machen. Von den Chilischoten schneide ich jetzt hier einfach nur die Enden ab. Mehr mache ich gar nicht, die grünen, und dann schneide ich die Chilischoten hier in nicht so ganz dünne Scheiben. Ich nehme die Kerne nicht raus und die Plazenta, weil ich gerne möchte, dass es scharf ist, aber es ging eigentlich. Mach die Ringe nicht so dünn, sondern ruhig ein bisschen dicker, so ungefähr, wie ich das hier gemacht habe. Das ist dann schon okay. Knoblauch, ich hatte ja ganz frischen Knoblauch, der war gut zu pellen, das ging wirklich schnell, ganz einfach Knoblauch pellen und hacken. Das geht nicht mit der Knoblauchpresse, die Konsistenz ist nicht so schön nachher in der Masse. Beim Ingwer auch nicht, werdet ihr gleich sehen, warum das anders ist. Also hier hacken, den Knoblauch möglichst klein hacken und mehr muss man damit auch gar nicht machen. Der Ingwer, häufig in Deutschland, würde glaube ich in Asien kein Mensch kaufen, aber wenn man so schlechten, so trockenen Ingwer hier nur kriegt, okay, dann ist das so großzügig schälen, was anderes geht dann eben nicht, und dann aber eben reiben. Ich würde euch sonst empfehlen, immer macht lieber kleine Würfel. Ich habe ihn jetzt hier gerieben, weil er wirklich nicht mehr so ganz super Qualität war, aber es gab einfach nichts Besseres. Also wir reiben den Ingwer und das war es auch schon. Jetzt kommt in mein Glas hier kochendes Wasser. Und Wasser und Essig zu gleichen Teilen, also zunächst mal kochendes Wasser hier. Und stellen wir den Sud her, Essig gleiche Menge. Außerdem kommen neben Essig noch Zucker und Salz dazu. Und das Ganze verrühren wir dann hier und lassen noch so ein bisschen abkühlen und können das beiseite stellen. Mehr muss man gar nicht mehr machen. Wer will, wer es ganz scharf will, der macht jetzt noch Chiliflocken rein. Ich fand, das reicht so. Ich habe keine Chiliflocken mehr reingemacht. Und jetzt füllen wir unser Glas, erste Schicht mit Chilis. Ne, müsst ihr ein bisschen nach Auge gucken, wie viel da so reinkommt. So ein Drittel, das Glas hier waren so um die 300 Milliliter, glaube ich. Das passte ganz gut. Zweite Schicht Knoblauch. Und den verteile ich dann auch so ein bisschen mit dem Löffel, mit dem Finger, damit sich hinterher das Aroma ganz gut verteilen kann. Und als dritte Schicht fülle ich jetzt hier immer so ein bisschen Ingwer mit ein. Und ihr seht schon hier, hätte ich Würfel machen können, wäre es, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Also reiben ist wirklich hier nur eine Notlösung, macht lieber kleine Würfel. Ja, das Ganze verteile ich dann auch, damit ein bisschen gemischt die drei Zutaten im Glas liegen. Und ihr ahnt es, wir machen jetzt genauso weiter, bis das Glas voll ist. Na, und das passt doch ungefähr hier mit den 200 Gramm Chili. Das war ganz gut für dieses Glas, für diese Gläsergröße. Und ich versuche jetzt alles auch wirklich unterzubringen und drücke nochmal ordentlich an. Und jetzt habe ich immer noch hier eine Menge Ingwer über. Den habe ich hier oben nochmal drüber gelegt. Und dann haben wir auch schon fast alles verbraucht. Letzter Schritt. Jetzt gieße ich die Chili-Knoblauch-Ingwermasse mit dem Essigsud auf. Und da gieße ich wirklich so viel rein, dass die Flüssigkeit bis oben am Rand steht. Also es soll wirklich alles, was da drin ist, in Flüssigkeit nachher sein. Deswegen im Zweifel nochmal nachgießen. Jetzt drücke ich alles nochmal an. Und damit eventuell Luft, die noch im Glas ist, nach oben kommt, stoße das Glas auch ab und zu mal auf. Also alles rausdrücken. Und wenn ich das gemacht habe, dann war es das auch schon. Und dann können wir das Glas zumachen, eine Woche im Kühlschrank und gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich kann euch schon sagen, auch von Freunden, für die ich das ab und zu mal mache, sensationelles Topping, sensationelle Beilage. Passt also nicht nur zu asiatischen Gerichten, zu vietnamesischen, zu Nudelgerichten, zu Suppen, sondern auch zu vielen anderen Fleischgerichten. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Also ich kann euch nur sagen, meine eingelegten scharfen Chilis hier haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.